Eine Freundin? Nein, du wirst sie nicht kennenlernen, weil es noch zu früh ist. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber sie sagt's immer wieder. Mom, die Verbindung war eben unterbrochen. Was hast du gesagt? Du willst 2 Meter Sandwich? Ach so, du bist in einem 2-Männer-Sandwich. Dann will ich hoffen, dass sie die Gurken gewaschen haben. Ich leg jetzt auf, da kommt noch ein Anruf. Gütiger Gott. Hallo? Oh, Jake, frohe Weihnachten. Hey Dad, ich wollte dir nur fröhliche Weihnachten und frohe Feiertage wünschen. Nein, ich ruhe mich im Skihotel aus. Mom und Herb sind essen gegangen. Zimmerservice. Sofort. Ich leg auf, ich hab einen Cheeseburger bestellt. Ich weiß, das Trinkgeld ist im Preis enthalten. Bis dann. So, jetzt sag deiner Mom, du wärst bei deinem Dad. Hey Mom. Ich bin bei deinem Dad. Falsch. Das wird mein allerschönstes Weihnachten. Ja, super. Ich habe eine super neue Freundin. Meine Freundin hat einen super neuen Freund. Meine Mom kommt. Und meine auch. Wo immer sie ist. Ich war im Apple Store und habe mir einen Sack voll toller Geschenke gekauft. Ich war im Supermarkt und habe mir einen Sack voll Äpfel gekauft. Hört sich an, als hätte hier jemand den Weihnachtsblues. Ja, ein bisschen. Mein Sohn ist bei seiner Mutter und ihrem Mann. Und es ist mein erstes Weihnachten ohne Charlie. Wie habt ihr es denn immer verbracht? Ach, wir hatten unser kleines Weihnachtsritual, Eierpunsch. Er trank davon literweise und dann warf er mich mit Waffengewalt aus dem Haus. Ja, das waren Zeiten. Aber du feierst dieses Jahr nicht allein, sondern mit mir und meiner Mom. Oh, danke, wie nett von dir. Und weißt du, was witzig wäre? Du bist im selben Alter wie meine Mutter und wenn ihr euch verlieben und heiraten würdet, wärst du mein Stiefdaddy. Warte mal, du denkst, ich wäre im Alter deiner Mutter? Wie alt schätzt du mich denn? Keine Ahnung, um die 60? Ich bin 44. Du siehst aber älter aus. Oh, da ist sie schon. Jetzt reicht's. Ab morgen nehme ich Feuchtigkeitscreme. Oh, Baby! Oh, Auge? Nase, Mund. Dein Haar ist braun. Dein Hintern rund. Hey, Alan, meine Mutter Robin. Freut mich sehr, Alan. Gleichfalls. Komm, ich mache eine Hausführung. Guck mal da, ich habe meinen eigenen Ozean. Er gehört mir nur zur Hälfte, die andere Hälfte gehört Japan. Wie nett, Schatz. Ja, ich bin reich. Oh. Ich weiß, was ich zu Weihnachten will. Und wie lange wohnt ihr denn schon zusammen? Ein paar Monate. Ach ja? Tut mir leid, ich muss das fragen. Ist das die Frau, die du vor mir verstecken willst? Was? Unsinn. Nein, Alan ist nur ein Freund. Erklär's ihr. Butch und Sundance, nicht Brokeback Mountain. Oh. Okay, Entschuldigung, aber ihr müsst zugeben, es ist irgendwie seltsam, wenn ein 33-Jähriger mit einem 60-Jährigen lebt. Ich bin 44. Genau wie ich. Alan hat mir über meine Trennung weggeholfen. Dann hat er eine Wohnung gebraucht und ich habe ihn gebeten zu bleiben. Oh, du bist ganz der Alte. Als Walden noch klein war, brachte er immerzu kranke, hilflose Tiere mit nach Hause. Gott helfe mir, das nicht als Kränkung anzusehen. Und was machen Sie, Robin? Ich bin Primatologin. Ich arbeite vorwiegend mit Gorillas. Oh, ich bin beeindruckt. Das ist ja wirklich affengeil. Also, ich fand, das war ein Brüller. Und dank der finanziellen Unterstützung meines Sohnes habe ich ein privates Gorillaheim in Temecula. Ach, wirklich? Ja, wir nehmen Gorillas auf, die in Gefangenschaft